Kapitel 23. Gemeinsam stark. Das Gespräch war nun zu Ende. Das Treffen des neuen Epsilon-Komitees hatte erste Pläne hervorgebracht. Doch nun fiel es Aurora etwas schwer zu gehen. Mashadow war noch beschäftigt, den Heimweg musste sie alleine antreten. Doch dieser war auch nicht, was ihr Sorgen machte. Vielmehr war es, was sie zurück in ihrem Heim erwarten würde. Sie wusste, auch wenn sie nervös war, die Zeit für ein ernstes Auge-um-Auge-Gespräch mit Kel war gekommen. Auch wenn sie es in diesem Moment nicht wirklich wollte, vor Nervosität und auch aus Furcht, wusste sie, dass sie nie Ruhe finden könnte, bevor die Fronten zwischen ihr und ihrem früheren Teampartner nicht klar waren. Doch auch alle Vorbereitungen hatte sie bereits getroffen. Aurora war dieses Mal sicher gegangen, dass Kel dem Gespräch nicht entgehen, sich nicht wieder verstecken könnte. Den gesamten Rückweg dachte sie darüber nach, was sie wohl sagen könnte und sollte. Und auch als sie vor der Haustür stand, nun geschlossen, was hieß, dass Kel bereits hier war, da sie die Tür für ihn angelehnt hatte, damit er theoretisch alleine zurückkehren könnte, wusste sie es immer noch nicht. Doch trotzdem war sie entschlossen. Und nach einem letzten Gedanken betrat sie ihr Haus. Zunächst erblickte sie Kel nirgendwo. Die Tür oberhalb der Treppe war geschlossen, keine Spur eines Pokémon war irgendwo anders. Das Arcanier hatte sich erneut zurückgezogen. Leise schritt die Hauseigentümerin die Treppe hoch und klopfte sanft an die Tür. Kel, können wir reden? Die Antwort war nicht lauter als die Frage, doch die Stimmlage deutlich aufgewühlter. Es gibt nichts zu bereden. Doch, und wir werden reden. Ich lass dich nicht rein. Für einen Moment ärgerte sich Aurora über den Trotz ihres Mitbewohners, doch schnell fing sie sich und öffnete die Tür leise. Das musst du gar nicht, weil ich den Schlüssel heute Morgen selbst versteckt habe, damit du dich nicht wieder einschließt. Als sie den Raum betrat, sah sie Kel am Fenster stehen, den Blick in den Himmel gerichtet. Einen Moment später drehte er sich jedoch zu ihr. Also warst das wirklich du, aber ich kann verstehen, dass du mir nicht vertraust. Nun war die letzte Chance für Aurora, kurz ihre Gedanken zu sortieren, bevor sie begann zu reden. Hör mir zu, Kel, okay? Ich hab das nicht gemacht, weil ich dir nicht vertraue, sondern zu deinem eigenen Besten. Du kannst dich nicht von allem abkoppeln. Und warum nicht? Ist das Beste für alle Beteiligten. Anstatt diese Diskussion weiterzuführen, von welcher sie wusste, dass sie keinen Sinn hätte, setzte sie sich einfach neben Kel. Ich möchte mit dir über das reden, was am Eisberg passiert ist. Und ich möchte die ganze Wahrheit, egal wie schonungslos. Okay, ich habe nichts mehr zu verbergen. Als die Frage jedoch letztlich kam, wirkte er vollkommen unvorbereitet. Hast du mich im Stich gelassen, weil du gesehen hast, dass ich dich nur benutzt habe, um ein Ligateam zu gründen? Es war offensichtlich, dass Kel die Worte fehlten, um diese Frage zu beantworten. Nach einem kurzen Moment jedoch schien er sie zu finden. Also es... ja und nein. Verwirrt blickte Aurora ihn an. Also, ich hab dir nicht vertraut, das stimmt. Vom ersten Treffen an. Ich hatte keine Ahnung, warum du einem Fremden helfen würdest, aber als du mich zu Team Fossil brachtest, dachte ich es zu verstehen. Die Sache mit dem Team habe ich vorgeschlagen, um dich zufrieden zu stimmen und meinen eigenen Nutzen zu ziehen. Danach habe ich versucht, nur den nötigsten Kontakt mit dir zu halten. Gerade der Streit vor der Reise damals hat mir auch gezeigt, weshalb, aber als wir dann nahe der Spitze waren, als du dich bei mir entschuldigt hast, für einen Moment begann ich, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Kurz glaubte ich, dass Polana Vatra mehr wäre als eine Zweckbeziehung zu eigenen Vorteilen. Aber letztlich, zu seiner Überraschung vollendete Aurora seinen Satz. Letztlich haben deine Erfahrungen dir gezeigt, dass es nur eine Täuschung war und man niemandem außer sich selbst vertrauen darf. Irgendwo war Aurora froh über die Dinge, die Kel gesagt hatte.
denn nun konnte sie selber aufhören, sich einzureden, dass sie tatsächlich so eine schreckliche Teampartnerin gewesen war. Doch gleichzeitig bestätigte es ihre Befürchtung über Kelts Mentalität seiner Herkunft. So sind die Dinge nun einmal. In einer Welt, in der die Starken überleben, darf man keine Schwäche zeigen. Die einzige Antwort, die er bekam, war ein Hieb gegen den Kopf. Au, was soll das auf einmal? Soll es jetzt eine Gewohnheit werden? Wenn du ständig realitätsfern wirst, dann ja, Kel. Ich habe keine Ahnung, wie die Menschenwelt wirklich ist. Ich kann nur raten und schätzen und sehe, dass es ein schlimmer Ort ist. Wie es dort steht, weiß ich nicht, aber was ich dir versprechen kann, ist, dass diese Welt anders ist. Also red dir nicht so eine Scheiße ein. Natürlich darfst du Schwäche zeigen. Jeder darf das. Jeder sollte es dürfen. Man kann nicht alles alleine schaffen. Und wenn man sich hinter einer Fassade versteckt, dann verscheucht man alle, die einem helfen könnten. Also, hör auf mich, Kel. Du kannst deine Emotionen freien Lauf lassen. Ich bin da, um über alles zu reden. Für einen Moment stockte ihr gegenüber. Seine Stimme wirkte brüchig. Aber warum? Warum bist du so? Wieso gibst du mich nicht einfach auf, obwohl ich dich zurückgelassen habe? Im Bewusstsein, dass ihre Worte Kel erreichten, fuhr Aurora fort. Du hast mich zum Sterben zurückgelassen. Ich bin sogar gestorben, aber das ist in meinen Augen unbedeutend. Ich werde ihn nie vergessen, denn wer vergisst, der wiederholt nur alte Fehler, aber ich verstehe deine Beweggründe und möchte dir noch eine Chance geben. Der Ausdruck in Kels Augen vereinte viele Emotionen. Trauer, Erleichterung, aber vor allem Überraschung. Du hast nicht mal Shadow gegenüber behauptet, du würdest ihm nicht glauben, dass du auf dem Eisberg gestorben seist. Erst jetzt fiel Aurora selbst ihr Ausrutscher auf. Nein, ja, ich meine... Sie hatte dieses Gespräch begonnen in der Hoffnung, endlich wieder inneres Gleichgewicht zu finden. Aber stattdessen fühlte sie ihre Entschlossenheit nun brechen. Das Akani neben ihr war erschrocken, wie sehr seine Frage Aurora zu brechen schien. Ich habe ihm doch geglaubt, von Anfang an. Es hat alles zu viel Sinn ergeben. Ich wusste von Anfang an, dass er recht hat, aber wie soll ich denn mit diesem Bewusstsein weitermachen und andere von meinen Idealen überzeugen können? Jeden Tag zweifle ich schon daran, ob ich wirklich das Richtige tue. Und jetzt, im Bewusstsein, dass ich Epsilon mein Leben verdanke, wie soll ich denn weitermachen? Wie soll ich da nicht meine eigenen Ideale hinterfragen? Mein Feind ist das Wesen, welchem ich mein Leben verdanke. So sehr er selbst unter eigenen Emotionen litt, Kel wusste, dass er nicht untätig bleiben könnte und es auch nicht dürfte. Aurora, denkst du nicht, dass ich auch schon einmal darüber nachdachte? Immerhin sind wir uns in dieser Form ähnlich. Epsilon gab auch mir ein zweites Leben. Nur, dass er mir nichts schuldete. Dir nahm er das erste Leben, um ein zweites zu geben. Du verlangst ihm nichts. Stattdessen musst du ihn seine Entscheidung bereuen lassen. Die Worte trafen Aurora unvorbereitet. Wie hatte dieses Gespräch sich so schnell gedreht? Sie war gekommen, um Kel zu helfen, und nun war er es, der ihr aufmunternde Worte spendete. Und gleichzeitig wirkten die Worte nicht leer. Was er sagte, ergab Sinn. Und er hatte recht. Ich verdanke ihm nichts, im Gegenteil. Er hat mir kein Leben geschenkt, nicht meinetwegen, sondern nur wegen seinem eigenen Fanatismus. Du hast recht. Er wird bezahlen. Das Adrenalin in ihren Adern schwand wieder. Danke, ich hab das wirklich gebraucht. Gebannt und still blickte Kel in die Sonne. Ich weiß, ich habe es bemerkt. Ich habe gesehen, dass du jemanden gebraucht hast. Genau wie du gerade sagtest, und ich denke, dass es in meiner alten Heimat nicht anders ist, aber dort gab es niemanden, den ich vertrauen konnte. Nicht mehr. Aber die Pokémon hier sind anders. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht, aber was ich weiß, ist, dass du anders bist als die Menschen, die ich kannte. Kurz verstummten beide Anwesenden. Ich möchte einfach, dass jedes Pokémon glücklich sein kann. Auch du. Es hat lange genug gedauert, bis ich selbst verstanden habe, was Einsamkeit mit einem machen kann. Ohne den Plot wäre ich wohl nicht anders geworden als du in der Welt der Menschen, aber der Plot hat mich geleitet.
Flammen schossen auf einmal aus Kells Maul hervor. Seine Augen waren erfüllt von einem eigenartigen Schimmer. Nein, nein, nicht der! Kell, was ist los? Auf einmal verstummte er. Ein leichtes, orangenes Glühen erschien in seinen Augen. Nein! Mit aller Wucht warf sich der Befallene gegen eine Wand, welche dem Hieb jedoch standhielt, als Kell zu Boden ging. Was ist los, Kell? Bist du wach? Das Arcani öffnete seine Augen, gefüllt von Tränen. Was in mir ist? Es lässt mich nicht sagen, was ich weiß. Aurora, ich weiß so viel mehr, seitdem es mich übernahm, aber... Ich kann es einfach nicht sagen. Bitte sei vorsichtig mit deinen Taten, aber... Er sprach vorsichtig, offensichtlich fürchtend, dass was immer in ihm war, ihn wieder stoppen würde. Epsilon ist ein Feind. Wir müssen ihn ausschalten, das ist erst einmal das Wichtigste. Zwar wusste Aurora wirklich nicht, was sie von dem Geschehenen halten sollte, doch sie wusste, dass sie derzeit ohnehin wenig ausrichten konnte. Stattdessen half sie Kell wieder auf. Das werde ich, oder? Das werden wir. Es kommt ganz darauf an. Wirst du mir helfen? Dieses Mal wirklich? Ja, ich werde es definitiv versuchen. Jetzt, wo ich glaube, diesen Ort besser zu verstehen, will ich wieder gut machen, was ich falsch gemacht habe, aber... Er senkte seinen Blick wieder. Seine Stimme klang besorgt. Mit diesem Wesen im Inneren habe ich keine Idee, ob ich es schaffen kann. Wer weiß, ob ich es ewig zurückhalten kann. Im Moment geht es, solange du nicht über etwas Falsches redest, oder? Trocken lachte Kell auf. Aber gerade so. Die ganze Zeit höre ich diese Stimmen. Wie ein Flüstern in meinem Unterbewusstsein. Die Stimmen, die nichts wollen, außer Tod und Zerstörung. Sie rauben mir, seit du mich befreit hast, den Schlaf. Der Zusammenhang zu seinem Äußerlichen war für Aurora eindeutig. Wenn sie dich so sehr plagen, vielleicht habe ich irgendwo einen Schlafsamen herumliegen. Vielleicht kannst du dann ja zumindest etwas Ruhe finden. Ich habe keine Ahnung, was genau ein Schlafsamen ist, aber versuchen kann ich es ja. Nur eine Sache. Fragend blickte Aurora den zweiten Gründer ihres Teams an. Wenn es irgendwann zu stark wird, dann nimm die Rüstung und tu alles, was getan werden muss, um mich zu stoppen. Ja, Aurora. Ich will keinen Schaden mehr anrichten. Ich will niemandem mehr Schmerz bringen. Einen Moment lang fehlten dem Vulnona die Worte. Bitte versprich mir das. Ich kann nicht noch mehr Schaden anrichten. Ich glaube nicht, dass meine Seele das überstehen würde. Aber, weißt du was, Kell? Gut, ich verspreche es, aber ich werde es nicht so weit kommen lassen. Ich werde sicher gehen, dass ich dieses Versprechen nie einlösen muss. Zum letzten Mal verstummten beide. Aurora wusste selber, dass es nichts mehr weiteres zu sagen gab. Letztlich hätte es doch deutlich schlimmer laufen können. Also, wenn du dann nichts mehr sagen möchtest, dann gehe ich kurz schauen, ob ich einen Schlafsamen habe und ansonsten lasse ich dich für heute in Ruhe. Es kam keine Antwort, deswegen verließ Aurora den Raum. Nach kurzer Suche fand sie den Schlafsamen, welcher Kell vielleicht eine Nacht Ruhe geben könnte. Als sie wieder in den Raum kam, saß das Arcani immer noch stumm am Fenster. Mit dir ist alles in Ordnung, oder? Als sich Kell zu ihr wandte, war sie überrascht, seine Augen erfüllt von Tränen zu sehen. Doch seine Stimme wirkte glücklich. Zumindest für Kells Verhältnisse. Ich muss alles, was du mir gesagt hast, erst einmal wirklich verarbeiten, aber... Ein schwaches Lächeln fand sich auf seinem Gesicht ein. So frei habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt.